Guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ohne lang zu schnacken, werden wir direkt loslegen. Wie ich habe ja gesagt gehabt, dass wir ganz schnell hier anfangen. Diesmal, wir schaffen diesmal was. Wir werden unsere Landwirtschaft ausbauen. Ich gucke jetzt mal wirklich, ob, bevor wir das dann jetzt doch tun. Nee, wir haben keinen einzelnen Dorfbewohner mehr. Schade, damit ist der Clan ausgerottet. So. Das sieht eigentlich hier ganz schick aus. Ich überlege mir auch, ob wir das so beibehalten, so in Gedenken an die Bewohner. Ah, muss man mal schauen. Jedenfalls müssen wir hier erstmal mal schauen. Wir brauchen, ich überlege gerade, haben wir das? Wir haben bestimmt welche. Wir haben bestimmt Erde bei uns in unserem kleinen Hobbit-Bunker. So, Tür offen gelassen. Naja, egal. So, da oder hier. Mal schauen. Das ist Wolle, das ist der schon, das ist der schon. Ah, hier haben wir ganz, ganz viel Wolle. So. Ich muss hier nochmal ganz kurz... Ja, das sollte doch so reichen. Die Fackel finde ich dort doof. So, dann legen wir mal los. Wir müssen mal schauen, wie wir das jetzt hier alles platzmäßig hinkriegen. Damit wir ja Selbstversorger sein können. So. Und in der Zeit müssen wir mal gucken. Ich glaube, das Haus müssen wir dann doch wegreißen. Das interessiert jetzt aber hier niemanden mehr. Wir haben jetzt ja hier uneingeschränkte Nutzungsrechte sozusagen. Ja, sonst sieht das doof aus. Das Haus müsste auf jeden Fall weg. Dann machen wir uns, ich überlege mir das gerade hier, so das fällt hin, nur für Getreide. Und dann dort hinten behalten wir da mal die Ordnung ein bisschen bei. Für Kartoffeln etc. Das reicht eigentlich schon, wenn wir das bis hierhin zu dem Weg machen. Aus dem Grunde, dass ja, sonst ist das halt viel zu groß und wir denken eh nie wieder daran, irgendwie da was abzubauen. Das ist dann auch schlecht. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache dann. Ach so, ja, das war jetzt natürlich toll. So. Hä? So. Lalalala. Ja. Der, da muss das Haus leider dran glauben, aber erst morgen werden wir zur Abrissfirma mutieren. So. Erstmal Hunde schlafen. Mit Sonnenbrille. Oh, wir sind wieder da. Super. Dann legen wir mal weiter los hier. Was gibt's denn noch Tolles? Wir müssten mal schauen, wie wir das dann jetzt hier machen. Ich hab's gerade wieder mal vergessen. Wir nehmen dann, wir haben ja genug Holz, hoffe ich mal, um das so fortzusetzen. So, haben wir denn ein, ja genau, Eimer haben wir, genau, brauchten wir für die Lava. So, hier ist Eichenholz, das nehmen wir doch mit. Macht das hier so komische Geräusche? Wie als würde man über Holz dealen gehen, das ist ja richtig cool. So, wir legen das noch eben zusammen. Dann sind wir erstmal doch noch Baugewerbe. Hallo. So.
Dann mache ich mal hier schon an das Ende das Ding. Das war natürlich klar. Ne, immer wenn man das so haben möchte, wie es jetzt gerade passiert, ist so schön schräg. Ist auch eine Neuerung. Das ist doch gar nicht so lange, dass es das so gibt. Dann klappt das nicht. Aber wenn man dann das doch mal anders haben möchte, funktioniert es nicht. So, dann tun wir mal unsere Eimer. Hier das Schwert, das brauchen wir gerade nicht. Guck ich mal, ob wir dann stehendes Gewässer hinkriegen. Das sieht dann immer ein bisschen besser aus. Wenn das so rumfließt, so. Hey, wir werden weggespült. So, dann machen wir hier noch was hin. Dann sammelt sich das da. Müssen wir gerade ein bisschen gucken, wie wir das jetzt hier machen. Dass das auch steht, das Gewässer. So, hier haben wir es schon mal. Ah, wir haben nur einen Eimer noch übrig. Das könnte jetzt natürlich auch sein, dass es... Ah, es funktioniert nicht, aber wir brauchen noch einen Eimer, dann haben wir das. Das sieht dann schöner aus. Sollten wir mal Richtung Erntemechanismen gehen, muss ich das natürlich noch ändern. Aber fürs Erste, doch, sieht doch ganz schön aus. Habe ich denn so eine Hacke dabei? Ne. So, unser erstes kleines Feld ist sozusagen fertig. Nehmen wir so 1, 2, 3, 4, das fünfte, 1, 2, 3, 4, ab das fünfte, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ach so, ja, dann machen wir eben einen auf Abrissfirma hier. War schön hier. Dass die hier waren, aber ne, das muss auch mal dem Fortschritt hier weichen. Entschuldigung. Ach ja. Ach ja. Eigentlich ist das ja so ganz cool eigentlich. Weil kaputt machen ist eh immer besser als aufbauen. Also, außer jetzt hier so wirklich, also. Könnten es ja mal später TNT machen und dann mal gucken, was wir damit so alle in die Luft jagen können. Uns vielleicht bis an den Creepern rächen. Die immer so fies zu uns gewesen sind. Ach, genau. Und Keller hatten die ja auch hier. Oh, warum haben die das denn so tief gemacht? Ach, wisst ihr was? Ich hab doch vorhin gehört. So. Fällt das auch kaum noch auf? Oder ist hier nicht doch noch oder irgendwo? Nee, ist doch keiner mehr. Was habe ich denn jetzt gerade gehört? Ach, das habe ich gehört. Naja, wie sagte man nochmal immer, wenn du ihm nichts tust, dann tut er dir auch. Der hat viel mehr Angst vor dir, als du vor ihm. Genau, das ist immer der beste Ausspruch. Wenn man gehänselt wird oder sowas, ja, nee, ne, tu dem nichts. Oder, ne, so, ignorier den einfach. Irgendwann hört er damit auf. Das sind immer so Tipps von Eltern. Ich weiß es nicht, was das soll. Ich glaube, wir müssen uns doch gleich mit dem Creeper einmal anlegen. Wir wollen das Haus ja hier jetzt abreißen. Ach ja. Aber es hat doch mal was. Das hatte ich auch noch nicht so, dass ich ein eingeborenes Haus weggerissen habe. So, Creeper. Creeper, Creeper, Creeper. Ha! Denn? Ist er in seine Höhle gehuscht? Hatte er Angst vor uns? So wird sein. Er hatte Angst und hat sich verzogen. Sehr schön.
Der Dapa wahrheitet sich zum ersten Mal die Weisheit, ne? Der hat mehr Angst vor dir als vor ihm. Aber ich glaube, das ist nicht immer so. Besonders wenn man gerade so schön in sein Inventory guckt, ne? Und dann sieht man nur von rechts den Creeper angerannt kommen. Und plötzlich ist man dann futsch. Ach ja, ich sollte mal hier so ein Abrissunternehmen aufmachen. Mahatmas Crashkurs oder so. Ah, eigentlich schon fast ein bisschen schade drum. Aber haben sie eigentlich ganz schön gemacht, aber so haben wir jetzt auch eine Menge Ressourcen uns hier wieder geholt. Und wir wissen ja, Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Das Wichtigste von der ganzen Welt sind Ressourcen. Und wir haben sie geschenkt gekriegt. Wir beuten zwar gerade jemanden aus, aber... Obwohl... Es ist kein Ausbeuten, finde ich. Nö, nö. Das kann man jetzt uns nicht anlasten hier. Wir haben ja immer gewartet, bis sie von den Zombies vernichtet wurden. Finde ich auch eigentlich relativ human. Haben sie das wesentlich mitgekriegt, wie wir das Haus abreißen. So, so, so. Ach ja, irgendwas wollte ich noch erzählen. Ah. Genau, beim letzten Mal hatten wir das Problem mit den Kneipen, dass die alle pleite gingen. Das ist auch echt eine nervige Angelegenheit. Aber nun... Ach ja... Ich finde die extra auch relativ schick hier gemacht. Aber die sind irgendwo anders, das sind eigentlich Schwerter, glaube ich. So, ich überlege mir auch mal den Mädchen, den Peppo einzuladen, ne, dass wir da mal wieder was machen können. Zu zweit war ja schon eine lustige Runde. So, zu zweit eine Runde machen. Ach, egal. So. Da muss man mal schauen. Er wohnt ja so ewig nicht weit weg. Ich glaube, er fährt 10 Minuten mit dem Auto. Wir haben es ja hier fast geschafft, ne? Ich glaube, wir sind das beste Abbruchunternehmen von der ganzen Welt. Auf jeden Fall hier von der Welt auf ein neues... Ach, warum sagt denn keiner was? Ich hack hier da mit der Spitzhacke rum. Keiner sagt was. Ich so, ja, lass den Schwacken da mal machen hier, ne? Ist ja kein Problem. Mit der Zeit, ne? Oder was geboten kriegen für unser Geld, was wir hier nicht zahlen. Nix hier GEMA, GEZ oder so. Gibt's hier nicht. Ah, genau. Jetzt haben wir wieder ein Thema. Es fällt mir gerade ein. GEZ bzw. Rundfunkgebühr wurde jetzt ja abgeändert. Beziehungsweise, ich glaube, ab dem ersten nächsten Jahr. Irgendwie auf jeden Fall nächstes Jahr tritt das in Kraft. Wodurch jetzt nicht mehr pro Gerät, sondern pro Haushalt bezahlt, was denn da heißt, pro Wohnung. Ich glaube, das sind irgendwie 17 Euro oder so, so um den Dreh. Ja, ich meine 17,95 oder sowas. Das einzig Interessante an der ganzen Sache ist eigentlich wirklich, dass Firmen immer für, ich weiß, das heißt gestaffelt, die müssen halt Kohle zahlen, weil ihre Mitarbeiter ja die Möglichkeit hätten, in ihrer Firma Radio zu hören. So Leiharbeitsfirmen, beziehungsweise Zeitarbeitsfirmen ist ja auch sehr interessant, weil die haben jetzt, aber die Firma hat jetzt rein theoretisch, sagen wir mal, 500 Leute, die für diese Zeitarbeitsfirma arbeiten. So, die arbeiten ja gar nicht direkt in der Firma, in dem Gebäude sozusagen, sondern die sind ja unterwegs, je nachdem, wo sie halt eingesetzt werden.
Weil es ist ja, wird ja so gehandhabt, hier, ich habe Leute, die können arbeiten, ne? Du zahlst pro Stunde mir für die Arbeiter, weiß ich nicht, sagen wir mal, 20 Euro. Und ich gebe dann an die weiter 9,95 Euro oder sowas. So wird das ja gehandhabt. Aber, um auf den springenden Punkt zu kommen, diese sind gar nicht da. Die sind also nicht in dem Gebäude von dieser Zeitarbeitsfirma. Trotzdessen muss diese Firma GZ-Gebühr, sagen wir, für 500, Rundfunkgebühr für 500 Mitarbeiter zahlen. Ist natürlich logisch. Ob das wohl für so ein Stahlwerk auch gilt? So für Thyssen? Oder für mir fällt gerade kein anderes ein, Entschuldigung. So in so einem riesigen Walzwerk oder so. Ja, da lohnt sich ein Radio ja richtig, ne? Ich weiß ja nicht. Ah, ich hab's sie doch gehört. Ah. Attacke. Aua. Dann. Wir sind ja schon wieder auf über Level 20. Ist ja unheimlich. Ah, wo kamen die denn jetzt her? Ah, wir haben es fast geschafft. Mal zwischendurch ein paar Kartoffeln essen. Bestimmt Bratkartoffeln. Ach ja, ach so, genau, das sind, wie, das habe ich auf jeden Fall im Radio so mitgehört, ja. Zum Beispiel eine Firma, der Zeitarbeitsfirma, deshalb habe ich das Beispiel ja jetzt genommen, hat dann Kostenanstieg von 1000%. Ist für so eine Firma natürlich ein bisschen heftig. Wow. Das finde ich dann, da müsste man auf jeden Fall noch Sonderregelungen finden. Oh. Aua, aua, ah. Oh, wie gut, dass es diese Spinnen nicht in echt gibt. Aber man wird sehen, also den Privatmenschen an sich, den trifft das jetzt nicht ganz so hart. Natürlich gibt es die, die sagen, ja, ich gucke ja gar nicht erste, zweite, dritte oder so. Ne, ich gucke ja eh nur hier Privatsender und so ein Kack. Die sind davon auch nicht ausgenommen. Wir zahlen jetzt pro Wohnung, sozusagen. Aber wenn man irgendwie eine Zweitwohnung hat, dann wird das irgendwie anders berechnet. Das ist so ein ermäßigter Betrag. Dann kostet das nur 5,50 Euro oder so um den Dreh. Schon hat sich das auch wieder gegessen. So. Nehmen wir die mit, haben wir noch, hier noch Karotten. Rotten. Erinnert mich an irgendeine Internetseite. Ja, ja, das waren noch harte Zeiten damals. Da kannten die Leute sowas wie Zensur noch nicht. Und dann wird die Seite halt gelöscht. Wir haben keine Kartoffeln. Glaube ich ja jetzt nicht. Na, Kartoffeln sind eh... Ach, was stimmt, haben wir welche angepflanzt. Na, erstmal nochmal hinlegen, bevor wir jetzt weitermachen. Wie dann dauernd doch unterbrochen werden, finde ich ja nie so nett. Ich hätte eigentlich gern so Bettwäsche, so, oder beziehungsweise meine Freundin hätte gern sowas. Aber ich habe mal geguckt, ich habe gegoogelt, es gibt ja alles Mögliche hier mit Minecraft und so. Es gibt ja sogar so eine Plüsch-Creeper, der dann dieses zischende Geräusch macht und dann auch dieses Explosionsgeräusch. Ist sehr niedlich, ja, aber nee. Habe ich mir gedacht, schenke ich meiner Freundin zu Weihnachten, aber es kommt erst nach Weihnachten raus. Deshalb, Schatz, weißt du, falls du dir halt mal hier reinziehst, kriegst was anderes. War vielleicht eine dumme Idee, das hier zu sagen. Egal. Wo war ich denn gerade? Das nur von Minecraft, aber es gibt keine Bettwäsche. Also ich habe sie noch nicht gesehen jetzt. Ich dachte mir so, ja, ist ja ganz witzig und diese Figur ist auch ganz witzig und es gibt ja alles Mögliche. Ich glaube, ich mache gerade ein bisschen Werbung. Lassen wir das mal.
wisst ihr ja selber, wer Minecraft spielt, der war auf der Seite, die wissen, da gibt es auch eine Merchandise-Abteilung, da kann man sich alle mögliche tolle, schlechte, teure, günstige holen, was man möchte. Aber es ist wie bei allen Sachen, ohne Merchandise geht heute gar nichts mehr. Oder ging noch nie was, glaube ich, sozusagen. So, dann nehmen wir noch die Samen in die Hand. Ach, dann machen wir es erstmal so. So. Weil dann würde ich sagen, pflanzen wir jetzt einmal hier in der Reihe an. Also geht das nämlich fixer im Endeffekt. So, 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 so. Und das sollte doch eigentlich erstmal zur eigenen Grundversorgung reichen. Ich finde das ein bisschen laut, trotzdem irgendwie. Gehen wir mal hier auf 50 runter. So, so. Ich überlege mir auch gerade noch ein Projekt, was ich noch nebenbei, also neben Minecraft mache. Ich finde es sehr schade, dass ich Probleme habe, gewisse Spiele hier mit Aufnahmeprogrammen hinzukriegen. Wie, ich wollte Darkness 2 eigentlich machen. Aber das wird nicht erkannt so wirklich. Und auf Fraps habe ich wirklich leider keine Lust mehr. Ich sage jetzt nichts an sich. Vielleicht gibt es Leute, die damit besser klarkommen. Ich finde es doof. Jetzt so ein anderes geholt, wo ich jetzt nicht immer hin und her und hier Audacity und so einen Spaß benutzen muss, damit ich wenigstens einigermaßen vernünftigen Sound habe. Ah, auch schön. Vergessen. So, so. Ist eigentlich besser. Aber das muss er ja selber wissen und wahrscheinlich gibt's auch Sachen, wo Fraps jetzt stärker ist. Aber das werde ich nicht mehr rausfinden, weil es interessiert mich nicht wirklich. So, wir sind schon fast waschechte Bauern. Gucken wir uns das hier mal an. Was wir hier noch so Schönes haben, genau mit dem Vorsprung darüber. Dachte ich mir, sieht ja so toll aus. So, dann ist es ja wohl hier mal gesagt, hier kommt wohl kommen Karotten hier hin. Ach ja. Habe ich die Erde jetzt weggetan? Nee, gut. So. So, 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 so. Ja, doch, dann kommen hier halt jetzt Karotten hin. So, dann brauchen wir jetzt mal hier so zack, zack. Weil das reicht doch wirklich als Feld für. Nee, das kannst du gleich mal. Ah! Knicke nicht da explodieren, dann werde ich echt sauer. Komm weiter hier weg. Wo finde ich denn jetzt Kartoffeln? Nicht Bumm machen. Ah. Jetzt muss ich die Welt wieder reparieren.
Es ist unheimlich anstrengend. Aber besser, als hätte er uns unsere schönen Felder hochjagt. Wir haben keine Kartoffeln. Das glaube ich eigentlich auch schon wieder gar nicht. Naja, hat keiner gesehen. Was wollte ich jetzt gerade machen? Ach ja. So. Da noch eine hin. Hier. 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 So. So. Dann sollte das von der Beleuchtung doch eigentlich ausreichen. So. Dann ernten wir hier noch Wattense. Machen wir das doch weg. So. Tu mal die Möhrchen. Immer lieber die Möhrchen. Das war auch eine schlimme Zeit. So. Und wir sind schon fast fertig mit unserer Bauernschaft hier. Wir müssen uns so ein Feld komplett selbst anlegen. Das tun wir aber erst, wenn wir nein, mir fällt gerade noch was ein. Wir haben ja zum Beispiel ich meine, wir hätten auch Kakaobohnen schon. Ja stimmt, von dem Dschungel haben wir noch Kakaobohnen. Ah, da müssen wir uns auch noch einen Platz für suchen. Also, was haben wir denn? Das. So, da haben wir jetzt Möhren. Hier haben wir jetzt Getreide. Dann bin ich dafür, dass wir uns jetzt erstmal Brot backen gehen. Ich wusste auch, wie ich über diese ganzen alten Kindersendungen, die ich früher mal geguckt habe, mal wieder ein bisschen was davon reinziehen. Wenn ich die Musik höre, so habe ich richtig Lust darauf. Genau, ich habe eine perfekte Umfrage, die ich starten könnte. Was war in eurer Kindheit toller? Oder jetzt gerade halt noch, wer weiß, ne? Man ist ja immer Kind, irgendwo auf dem Fragment Männer. Also vor allem Männer. Pokémon oder Digimon? Das ist die große Frage, die die Menschheit seit Ewigkeiten beschäftigt. Neben der Frage, woher das Lied im Hintergrund stellt. Aber egal. Pokémon oder Digimon? Es ist die große Frage. Was ist wahr oder ist toller? Ich oute mich da noch nicht. Ich schließe mich einfach der Mehrheit dann später an. Ja. So behält man die meisten Zuschauer, also drei. Ne, wenn da zwei sagen Digimon, ne, dann sage ich natürlich, ja, Digimon, klar, waren cooler. Und fertig. Und genau mit dieser hochphilosophischen Frage endet unser Let's Play für heute auch erstmal. Wir haben uns unser erstes Feld vergrößert und hier hinten das einfach ausgebessert und vervollständigt. Und wir waren der große Abrisskugel. So, meine lieben Freunde, ich wünsche noch einen angenehmen Abend, eine angenehme Nacht. Bis zum nächsten Mal.